Einen wunderschönen guten Morgen und Servus zu einem neuen Video von uns. Wir machen heute einen 335i mit der Olitzky Exhaust. Ist, glaube ich, meiner Meinung nach das erste Mal, dass wir so ein Auto im Video mit dabei haben. Und dann gibt es noch ein ST-Fahrwerk. Da erklärt euch der Dennis später noch ein paar Kleinigkeiten dazu. Haben wir, glaube ich, auch noch nicht so oft dabei gehabt, aber wenn wir ihn später mal ausführlich mit aufnehmen. Viel Spaß beim Schauen. Wir sehen uns dann wieder später. Hat er nicht drauf. Die Linse dreckig, du Arsch. Kurze Werbung für unsere Olitzky App. Du hast einen BMW Benziner, hast eine Softwareoptimierung von uns schon auf deinem Fahrzeug oder möchtest eine Softwareoptimierung individuell von uns haben, dann ist die Olitzky App genau das Richtige für dich. Wir können neben der Optimierung auch noch Fehlerspeicher lesen und löschen von sämtlichen Steuergeräten, die dein Fahrzeug besitzt, können den Fehlerspeicher auslesen, uns übermitteln oder direkt Motor und Getriebe programmieren. Wenn ihr da Bock drauf habt, meldet euch gerne bei uns, entweder telefonisch, per E-Mail oder schaut in unseren Online-Shop vorbei, da sind auch alle Preise hinterlegt. Werbung Ende. Ohne Stufen hat noch ohne alles, oder? Ja. Ja. Der ist, da steht der Bike. Eventuell benötigt. Ja, es könnte vorne könnt's wirklich ein Problem werden mit dem Federteller, dass wir da Spurplatten fahren müssen, weil der Federteller dann praktisch am Reifen steht, ne? Und sonst, ja, dann tiefstes TÜV-Maß. Okay. Ja. Dann macht man es so tief wie möglich. Wunderbar. Dann verschränkt man es sowieso nochmal. Und wenn wir dann Spurplatten drauf machen, dann müssen wir halt mal schauen, aber es sollte eigentlich kein Problem sein. Alles klar. Und dann hinten und vorne Spurplatten drauf, oder? Weil wenn man bloß vorne ist, schaut halt immer ein bisschen blöd aus, ne? Macht nicht. Ja. 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 Gut, dann machen wir das so. Wunderbar. Für was benutzt du? Alltag? Alltag, ja. Alltag, alles. Mehr Langstraße wie Autobahn, aber sollte schon beides passen. Ja gut, dann nehmen wir mal die KW-Einstellung. Die ist so auch immer ganz gut eigentlich. Ja, genau. Na? Gut. So, wir haben jetzt mit dem Kunden von dem M140 die Höhen durchgesprochen, wie er es haben will. Der kriegt von uns ja ein ST-Fahrwerk. Ich habe jetzt mit dem Kunden die Höhen aufgenommen. Der Kunde möchte tiefstes TÜV-Maß haben. Schauen wir uns jetzt dann später an. Ich habe für den Dennis schon mal die Originalhöhen gemessen, dass wir einen Richtwert haben. Und dann legen wir los und holen uns das Fahrwerk. Zum Domi hinter, holen das Fahrwerk. Schönen guten Morgen, Domi. Morgen, servus. Schau mal, bräuchten wir das ST-Fahrwerk für den. Schauen wir uns mal nach. Genau, das war Fach 8. So, schauen wir mal, bei uns sind alle Teile natürlich im Hochregal im Frank eingelagert, unter der Auftragsnummer und dem Kundennamen. Und fährt auch schon her. Schauen wir mal.
So, da ist es auch schon. Von ST, das Fahrwerk, das der Kevin bekommt. Einmal der Auftrag, einmal Fahrwerk. Viel Spaß beim Anbau. So, wir haben jetzt für den Dennis schon mal das ST-Fahrwerk geholt. Wie man jetzt da sieht, das können wir euch später im Computer nochmal zeigen. Man kann die Farben verschieden auswählen für die Federn und kann sie auch individuell bedrucken lassen. Aber das zeigt euch der Sally dann später. Moin Dennis, was hast denn du heute Schönes da? Also einmal ein ST-XA-Fahrwerk. Ist eigentlich fast wie das gleiche wie ein KWV2-Fahrwerk, nur halt ein bisschen günstiger für die Leute. Gleiches Prinzip eigentlich, kann man hier auch noch die Zugstufe einstellen. So wie bei ST ist halt noch das Geile, dass man halt individuell halt die Farben auswählen kann. Sowie natürlich auch beschriften kann, was man hier halt drauf haben möchte gegen einen kleinen Aufpreis. Auf die Leute, die auf so Kleinigkeiten halt stehen. Ansonsten wünscht der Kunde sich noch halt ein paar Spurplatten. Wie ihr vielleicht schon wisst, haben wir hinten noch einen ST-Spurplattensatz. Dementsprechend, wenn das Fahrwerk eingebaut ist, holen wir uns dann später noch ein paar Spurplatten. Passen uns ans Fahrzeug an, dass er am Ende dann wieder schön dasteht. Ne? Vorne ist fertig, jetzt geht es an die Hinterachse. Noch alles einstellen, Achsermessung und dann ist es fertig. So, wir haben hier das. Das ist einmal dafür da, dass man hier reingeht und dementsprechend dann die Zugstufe einstellt. Mhm. We'll be right back.
Also, wie ihr gesehen habt, Fahrwerk ist drin, Achsenmessung habe ich gerade gemacht. Der Kevin macht jetzt gleich eine Probefahrt, dann machen wir noch eine Durchsicht. Und dann ist der Kunde auch schon fertig. TÜV-Eintragung wurde vorhin schon gemacht, dementsprechend passt alles und der Kunde kann glücklich heimfahren. Jo, Video ist vorbei. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende und ja, vor allem ist ja, glaube ich, Pfingstwochenende. Der Montag ist ja noch frei. Also genießt die Zeit, ruht euch ein bisschen aus und wir sehen uns nächste Woche wieder. Servus.